euch da draußen. Der Winter ist vorbei und nun wird der Ententeich, der den Winter gut überstanden hat, noch ein bisschen aufgemotzt. Man hat so ein bisschen die Schwächen gesehen, die er noch hat. Das heißt, der Teich an sich hat gut gehalten, aber ringsrum werde ich noch ein bisschen auffüllen und mit Gummimatten auslegen, damit die Enten weniger Motter machen können. Und da werde ich euch mal ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie das aussieht jetzt und während der Bauphase und ob das hinterher besser ist. Viel Spaß! Ja, ich habe schon mal angefangen, einen Haufen Erde hier aufzufüllen, die ich gleich nochmal glatt machen muss. Und dann fange ich an, Gummimatten auszulegen um den Teich herum.
Ja, die Matten habe ich soweit verlegt. Das muss nicht ultra glatt sein. Das interessiert die Enten herzlich wenig. Das muss nur so viel sein, dass sie eben nicht so viel Modder machen. Die restlichen Steine, die ich vorher rausgerissen habe hier, die habe ich alle so in die Lücken wieder ein bisschen reingepflastert. Das muss auch nicht aussehen, als wenn es ein Profi gemacht hat. Ist eben nur so viel, naja, dass er halt keine Erde ist. Dürfen auch richtig große Lücken hier zwischen sein noch. Da wächst später Grünes zwischendurch. Das kann und soll auch so sein. Wenn es denn die Temperaturen hergeben und es einfach ein bisschen wärmer ist, dann wird nochmal eine Ziegelsteinhöhe ringsrum gemauert und dann nimmt der Teich auch wieder mehr Wasser auf. Ja, und wenn dann alles wieder ein bisschen grün wird, das mag man gar nicht glauben, dass es alles wieder grün wird, aber das wird. Da bin ich schon wieder und es sind auch tatsächlich nur ein paar Monate vergangen, bis ich wieder Zeit gefunden habe, am Teich zu arbeiten. Ihr seht, es ist alles grün geworden mittlerweile. Die Gummimatten, die haben das gut ausgehalten, dass hier keine Modder entstanden ist. Ich werde gleich mal den Teich ablassen und ihr werdet nicht glauben, dieses Wasser ist erst 3 Tage alt. Das sieht aus wie, naja, Sumpflandschaft halt. Ja, die Enten moddern halt schön rum. Ja, da werde ich mich mal heute ranmachen. Ich habe heute schon einiges besorgt. Hier sind die Steine, die ich ringsrum mauern will noch. Naja, Maurertuppen. Und dann werden wir mal loslegen. Dann wehren wir jetzt erstmal Wasser raus und dann fangen wir an, die Matten noch mal ein bisschen anzuheben. Und dann wird hier noch eine Reihe Steine rumgemauert, damit mehr Wasser in den Teich passt. Und ja, wenn wir uns so umgucken, ihr seht, es ist alles wieder schön grün geworden. Auch wenn das im Frühjahr manchmal gar nicht zu glauben ist, dass es so grün wird wieder. Und ich muss mich jetzt auch ein bisschen beeilen mit der Mauerei, denn mal gucken, könnt ihr es da hinten sehen. Da hinten sind schon die Naturbrutküken. Die sind schon recht groß. Und die Kunstbrutküken sind noch viel größer. Die will ich langsam mal wieder in die Entenanlage integrieren. Und deswegen muss ich mit dem Teich jetzt fertig werden. Also, los geht's. Ja, beim Ablassen spüle ich den Teich auch mal gleich aus, ne, weil die ganze Modder gleich raus kann. Und ja, er hat bis jetzt immer gut dicht gehalten, also da sind auch keine Risse entstanden und sowas. Aber ihr seht, wie viel Dreck hier immer drin ist. Ja. Aber deswegen muss man auch einen Teich haben, den man ablassen kann. Sonst macht man sich nämlich tot. Also das muss irgendwo hinlaufen können, das Modderwasser. Bei mir läuft es zum Glück direkt auf die Pferdekoppel. Die kriegt immer gleich Dünger, ist immer super. Verteilt sich das gleich. Wenn das Wasser so großteilig weg ist, werdet ihr sehen, wie viel Schlamm da noch übrig bleibt. Der dann natürlich eine Mischung ist aus Erde, Entenfutter und Entendreck. Seht ihr, wie viel da. Boah. Das spülen wir alles schön weg. Und das ist natürlich schnell gemacht hier. Einmal einen Stöpsel gezogen. Und schon läuft der ganze Schlamm raus hier. Kein Vergleich zu früher, als ich den Folienteich hier noch hatte. Das war immer eine richtig Heidenarbeit, den sauber zu machen. Hier ziehe ich einen Stöpsel, spüle das aus. Und in 5 Minuten ist der sauber hier. Ach, nicht mal 5 Minuten. Ja. Volllassen dauert natürlich ein paar Minuten länger, das dauert etwa eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann ist der Teich auch schon wieder voll. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich jetzt erstmal noch eine Schicht Stein ringsrum mauern will. So, seht ihr, ruckzuck und schon ist er sauber. Thank you.
Ja, jetzt habe ich die Gummimatten erstmal zurückgeschlagen, weil es dort vorne ein bisschen ausgespült wurde. Und da fülle ich jetzt erstmal mit Sand auf und dann fange ich an, schön Stein für Stein lang zu mauern. Die erste Lage hier ist schon mal gemauert, nicht besonders schön, aber es wird seinen Zweck erfüllen. Jeder, der handwerklich ein bisschen besser begabt ist, also ich kriege das natürlich sauber und schöner hin. Aber ich bin ja auch noch nicht fertig. Aber der Anfang ist getan und dann hoffe ich, dass hier ein paar hundert Liter mehr Wasser reinpassen später, wenn ich einmal ringsrum bin. Es geht voran, ich komme vorwärts. Und ihr seht, ich lege gar nicht Wert darauf, dass es alles ultra glatt ist hier. Denn ja, wenn es zu glatt ist, rutschen die Enden auch aus. Also das kann ruhig ein bisschen grob sein. Alles gut. Ich muss dann nur noch trocknen. Und ja, natürlich muss ich noch bis zum Ende mauern. Und ich werde hier noch eine Lage höher machen, weil ich weiß, dass der Teich ja so ein kleines bisschen schräg ist. Also erhöhe ich da nochmal um eine Lage und dann dürfte es ausgeglichen sein. Ja, es ist vollbracht. Einmal ringsrum den Teich erhöht. Erhöhte Mauer gemacht hier. Jetzt muss das erstmal ein bisschen antrocknen.
dann muss ich es noch eine Weile lang feucht halten, bis ich den Teich wieder auffüllen kann. Also ich denke mal ein, zwei Tage, also einen Tag mindestens trocknen lassen, bevor ich den Teich wieder befüllen kann. Ich werde ein kleines bisschen Wasser, so wie hier jetzt drin ist, drin lassen vielleicht, damit die Enten was zum Baden haben. Ich muss bloß gucken, damit die Enten nicht rangehen hier an den Teich, bevor der Beton trocken ist. Sonst machen sie mir die Beton platt. Na, mal gucken. So, der Beton zieht an. Jetzt können wir noch mal ein bisschen überglätten. Wie gesagt, nicht zu doll glätten. Es braucht nicht ultra glatt sein. Aber wenn hier kleine Risse und Nasen sind, die mache ich ein bisschen glatt. Ja, jetzt habe ich den Beton noch mal ein bisschen, na, ich will nicht sagen geglättet, sondern nachmodelliert sozusagen, weil er ja noch formbar ist. Jetzt muss er erstmal ein paar Stunden härten. Dann werde ich ihn regelmäßig noch mal feucht machen. Und ich denke, heute Abend ist er so weit, dass die Enten auch keinen Schaden mehr machen können. Ich habe den Enten erstmal einen provisorischen Teich hier hingemacht sozusagen. Ja, eine kleine Kiste mit Wasser, damit die da ein bisschen planschen können, damit die nicht auf die Idee kommen, den anderen Teich gerade zu nutzen. Ja, was ich natürlich auch neu machen muss, ist natürlich ein neuer Ablauf, weil es kommt ja jetzt mit der Höhe dann natürlich nicht mehr hin. Aber das ist nicht schlimm, da wird so ein Rohr nochmal gekauft, Schlitz reingemacht und schon funktioniert das. Es ist jetzt knapp 24 Stunden her, dass ich mit meinen Mauerarbeiten hier am Teich fertig geworden bin. Also der Beton ist schon recht gut ausgehärtet hier. Da können die Enten mit ihren Krallen und Schnäbeln nichts mehr, keinen Schaden anrichten. Er muss natürlich noch feucht gehalten werden und da werde ich es mir relativ einfach machen jetzt. Da spanne ich die Enten gleich mit zu ein und zwar lasse ich den Teich etwa so dreiviertel voll und durch ihr Gebade wird der neue Zement natürlich immer schön feucht gehalten. Also schlage ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, die Enten können wieder baden und der neue Beton wird noch ein bisschen feucht gehalten, dass er schön durchhärten kann. Also Wasser rein. Ja, die provisorischen Kistenteiche haben die Enten gestern ganz gut angenommen. Wie ihr seht, gleich wieder alles zugemoddert hier, aber die können dann heute auch weg. Und wenn die erstmal sehen, dass sie in den großen Teich neues Wasser reinmacht, dann wird hier gleich wieder Badezeit sein. Thank you.
Jo, und da bin ich wieder. So, seit meiner letzten Aufnahme sind etwa 7 Tage vergangen. Und ich habe schon mal das neue Rohr für den Stöpsel reingesteckt in den Teich und den Teich einmal vollgelassen, damit die Enten ordentlich baden können. Und ich hatte vorher an 2-3 Stellen nochmal nachmodelliert den Teich, damit er wirklich gleichmäßig zu befüllen geht. Und heute mache ich bloß noch den Stöpsel fertig. Das heißt, die Höhe muss ich nochmal anzeichnen und da wird jetzt ein Überlauf reingesägt. Und in das Rohr mache ich mir auch nochmal einen Griff. Und das machen wir jetzt mal schnell und dann ist der Teich auch schon fertig. So, jetzt zeichne ich mir erstmal hier die Höhe so ein bisschen an. So. Gut, das ist soweit getan. So, dann nehme ich das neue Rohr jetzt nochmal raus. Und mache den alten Stöpsel nochmal rein. Ja, ihr seht, da ist jetzt Überlauf sehr viel tiefer. Nur ich brauche noch nicht alles ablassen. Für den Überlauf machen wir erstmal einen ordentlichen Strich hier. Ihr seht, so tief wird maximal die Wassertiefe hier. Und jetzt säge ich mal einfach mit der Kreissäge ein bisschen den Schlitz raus und schon habe ich den Überlauf fertig. So, dafür mache ich auf beiden Seiten erstmal mit dem Bohrer ein Löchlein hinein. Gut. Und jetzt säge ich einfach einmal rüber. Reicht also überlaufen. Ich habe jetzt nur die Hälfte genommen, damit das Rohr noch stabil ist. Da brauche ich mir jetzt noch, aber hier nochmal 2 Löcher rein. So. Die Löcher, die benutze ich jetzt, um mir nochmal einen Griff ranzubauen. Da kommen einfach 2 Schrauben rein. Und die werden in der Mitte mit so einer Schraube verbunden. Und damit das noch ein bisschen bequemer ist, kommen da für den Griff noch ein paar Stücken Schlauch einfach drauf. Fertig ist.
war jetzt ein bisschen Kummelkran, aber jetzt habe ich einen schönen Griff, um das Rohr da reinzustecken. So, ihr seht, das Wasser sieht schon wieder tierisch dreckig aus. Und mittlerweile ist er auch wieder auf dem alten Stand abgesunken. Aber den alten Stöpsel werde ich nicht wegwerfen, den werde ich für den Winter benutzen. Da braucht nicht ganz so viel Wasser drin sein im Winter, um den Teich nicht unnötig zu strapazieren im Winter wegen Eis und so. Aber für den Sommer werde ich ihn immer schön voll machen. Aber jetzt kommt der alte Stöpsel raus und der neue Stöpsel rein. So, ich nehme jetzt den alten Stöpsel raus, lasse den Teich ablaufen, spüle ihn gleich aus und dann kommt der neue Stöpsel rein. Teich jetzt abgelassen, können wir den neuen Stöpsel reindrücken. So, dann können sich die Enten heute über Frischwasser freuen und der Teich ist soweit fertig. Das Ergebnis spricht für sich. Ja, die Gummimatten tun ihre Arbeit. Sie sorgen dafür eben, dass kaum noch Motter ringsrum entsteht. Die Erhöhung des Teiches hat jetzt dafür gesorgt, dass fast doppelt so viel Wasser reinpasst wie vorher. Ist natürlich für die Enten sehr schön. Nichtsdestotrotz machen sie super schnell das Wasser wieder dreckig. Aber weil der Teich abgelassen werden kann, ist ja eben schnell zu reinigen. Ja, soweit dazu. Ja, nun ist die Aktion Pimp My Teich endlich mal abgeschlossen. Hat ja jetzt nur ein paar Monate gedauert. Aber so ist es halt, wenn man einen Job hat und andere Verpflichtungen noch nebenbei. Gibt es auch mal ein paar Baupausen. Aber ist egal, das Ergebnis, damit bin ich zufrieden. Wenn ich den einen oder anderen damit wieder eine Anregung geben konnte, freut mich das natürlich auch. Kommentare, Anregungen, Meinungen, Kritik immer gern in die Box unten rein. Und dann sage ich, es war jetzt auch lang genug. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, lasst mir gerne einen Daumen da. Also, bye bye. Ciao, ciao.